Gute Runde 52,7 bei Frommi. Das ist ja Froniveau. Jupp. Oh, da vorne. Der ganze Stream hängt gerade laut. Steht Racing League One ist offline. Oh no, I hope I don't fall. Ja. Basti, wir kommentieren einfach weiter, weil es so schön ist. Wir kommentieren einfach weiter, ne? So, Frommi mit einer 33,6 hinten raus, hat da also doch noch. Ja, Zeit verloren in Sektor 3. Krauter T findet fast eine Sekunde zum zweiten Sektor hin schon. Aber selbst damit kann er nicht ganz vorne angreifen. Ist jetzt ungefähr Höhe Lutherberg-Tschukum. Da muss noch etwas kommen. Ja, da müsste noch ein bisschen was kommen, genau. Wir sind wieder online, Jungs. Wir sind wieder online. Krauter T, 33,648, gute Runde. Reicht aber ganz knapp nicht, um Pocke und Frommi anzugreifen. Boah, Tschukum auch gerade 13 schneller nach Sektor 1. Lutherberg reiht sich hinter Krauter T ein auf 8. So, wenn ich es richtig sehe, haben wir aktuell 38 Zuschauer. 38, ja. Neu. Und da kommt jetzt Jafro. Kann Jafro hier die Pole angreifen? Boah, die Runde sah Taco aus. Ja, kann er. Ein Hundertstel. Ja. Aber Daniel DX kontert direkt. Und Ingo. Und Ingo, boah. 32,9 bei Ingo. Aber auch Tschukum kommt jetzt. Der ist auch schneller unterwegs. Hatte gerade ein bisschen Verkehr, so wie das aussah, oder? Hatte ein bisschen Verkehr. 33,5 ist P6. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Und damit haben wir eine Startaufstellung. Also von jedem der 10 Jungs hier super Quali. Und mein Tipp ist sogar aufgegangen, Basti. Leider komplett spiegelverkehrt. Korrekt. Aber kann ich erstmal mit leben. Ja, aber da sieht man zumindestens, ne, also Ingo hat hier nichts zu verschenken, zumindest nicht im Quali. Wir werden sehen, wie es im Rennen aussieht, falls Buttergier da gefährlich werden sollte. Ob man dann da vorne die Position tauscht, denn eine ähnliche Pace ist ja da. Aber für mich, Mann des Qualifyings, ganz klar Tschukum. Und Poli. Freds. Freds habe ich auch absolut nicht da vorne gesehen nach dem Q1. Hatte uns eines Besseren belehrt, ist da auch ganz knapp hinter dem Führungstrio. Frommi, gutes Ding. Pocke, meiner Meinung nach ein bisschen enttäuschend. Also es ist eine gute Zeit, aber die Positionierung ist auf jeden Fall nicht sein Anspruch. Krauter T, starker 9. Platz und Lutherberg komplettiert die Top 10. Verspricht Spannung, oder wie seht ihr das? Ja, wie ein Flitzebogen. Dann können wir jetzt erstmal ein paar Minuten durchatmen, was für die Gesundheit tun. Oh, Aschenbecher bleibt stehen. Wie sagst du immer, mach keine Herdekits? Mach keine Herdekits. Tschukum versteht's vermutlich. Der eine oder andere Kenneck im Chat wahrscheinlich auch. Lars, ich sehe das gerade im Overlay, was du da schön geschrieben hast. King King, Basti und Sporty. Nächstes Mal bitte mit Doppel-I, okay? Basti, von 38 vor ein, zwei Minuten sind wir jetzt nur noch bei 24 Zuschauern. Ja, ist ja jetzt auch uninteressant. Da würde ich mir jetzt auch lieber nochmal Pornhub anmachen, also bin ich ehrlich. Also man kann uns immer noch reden hören und das ist doch wohl die beste Stimulanz überhaupt. Naja, weiß ich nicht. Ja, ich finde das schon sexy. So, Sanji würde das Ergebnis schon mal so unterschreiben.
Ja, glaube ich hier gerne. Ja, aber das Rennen ist lang. Also wir haben es gestern im Testrennen gesehen, das habe ich eben schon thematisiert, als ihr nicht da wart. Diese Doppellinkskurve, die ist so unglaublich tricky. Man hat so wenig Grip auf den Reifen in der Passage. Also da sehe ich den einen oder anderen mal eben abfliegen. Ja, vor allem haben wir auch 28 Umrundungen, ne? Also relativ viele Runden. Ja, ist auch eine recht lange Strecke, ne? Mit 1,37er Zeiten im Rennen. So, wir sehen den ersten Fahrer, der die Reifen wechselt, das Fussel, der wird vermutlich mit Weiß starten. Ja, und das wird interessant zu sehen. Also ich denke, keiner wird hier große Erfahrungswerte haben. Fritz? Welche Strecke die besser ist. Fritz von 4 auch mit Weiß? Komm schon! Pocken ja. Sind auf 8 auch jetzt gerade auf Weiß. Wir schaffen es, oder? Ja, wenn wir noch etwas beschleunigen. Fritz ist bei mir auf Gelb. Verliebt, verlobt, verheiratet, entschieden. Wie viele Kinder willst Habibi du kriegen? Habibi Tag. Komm schon! Ja, ja! Wir schaffen es, oder? Ja, und Timo hat, glaube ich, ein neues Kapsel, die er Lucy genannt hat. So kann man eine Muschi immer nennen. Lars, ja, wer kennt sie nicht? Sonst hältst du es mit Basti ja nicht aus. Mir kennt sie nicht. Vielleicht kannst du uns ja auch mal Lucy Cat mal kurz einblenden. Oh Gott. Ja, dann kriegen wir bestimmt Lucy Cat. Was für ein Lucy Cat? Ja, Basti, jetzt haben wir gerade noch ein paar Minuten Zeit. Genug Zeit, um noch in doppelter Hinsicht die Werbetrommel zu rühren. Also nicht nur heute, Saisonabschluss, auch in den kommenden beiden Tagen. Morgen mit Liga 3, Donnerstag mit der Elite um Gunman Berlin. Liga 1 verabschiedet uns aus dieser Saison. Aber nach der Saison ist vor dem vor dem 24-Stunden-Event. Basti, möchtest du uns ein paar Kerninfos geben, so ein paar Rahmendetails, was uns da erwartet? Oh, jetzt schmeißt du mich ja hier wieder ins kalte Wasser, ne? Da muss ich die grauen Zellen wieder anstrengen. Ich hab dich eingeführt. Nee, ja. Du kannst das ruhig mal machen hier. Ja, ich würde auch gerne mal einführen. So, wir haben. Ja, ich hole dir gleich noch einen Löffel Fenchelhonig. Ich will ganz so einführen. Ja, ganz schlimm. Also, wenn ich lache, dann geht gar nicht. Nein, zurück zum Ernst der Sache. Wie Sporty sagt, wir veranstalten zusammen mit der GFE ein 24-Stunden-Event. Das bedeutet, wir fahren über, naja, 24 Stunden, wir fahren an 3 Tagen quasi. Da passt jetzt erstmal mit den 24 Stunden nicht. Wir werden am 29., nee, stimmt nicht, am 28.04. Freitagabend ein volles Qualifying fahren mit einem anschließenden 50%-Rennen in Monza. Und dann geht es aber erst am nächsten Tag weiter, samstags, mittags, mit dem ersten 100%-Rennen, gefolgt von 11 weiteren 100%-Rennen. Teilnehmen werden 10 verschiedene Ligen, natürlich wir, die GFE und 8 andere. Ja, und dann wird man sehen, ne? Wie das Ganze so vonstatten geht. Wir werden jedes Rennen live kommentieren. Wir haben OBS mit am Start. Wir haben Live-Kommentatoren. Wir haben Live-Stewards. Sport hier ist dabei. Wir haben ein vernünftiges Regelwerk aufgestellt. Also wird schon eine geile Klamotte auf jeden Fall werden. Solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Gerne auch rund um die Uhr. Gibt ja so den ein oder anderen Nachtaktiven. So. 40822. Genau. Ja, und jetzt haben wir genug eingeführt, eingeleitet. Jetzt haben wir hier Insta-Lab-Time. Blenden wir uns mal die Reifen schon mal ein. Und wir haben einige Fahrer auf dem harten Reifen. Also Preds, Pocke, Krautertee, Butagier, Fussel und Arktisch. Fahren hier die Gegenstrategie. Und ich lege nochmal eine Petition nieder.
EA bzw. Codemasters, führt es doch endlich ein, dass diese Anzeige da links schmaler ist. Kann man das nicht einstellen? Nee, kann man nicht einstellen. Das ist eine Katastrophe. Also es wäre ja ganz einfach, wenn jeder Fahrer ein Kürzel angeben würde und das Kürzel nur angezeigt wird. So wie in der echten Formel 1. Denn seien wir ehrlich, dieses Spiel lebt von Online-Ligen wie der unseren und den Live-Übertragungen. Oh, Basti, guck mal, was Asel da hinten macht. Macht einen ganz ruhigen Schuh. Ja. Der hat einen Ellbogen aus dem Fenster wie ein Gangster. Wir haben Buttagier davor, der scheinbar abgeflattert ist. Hast du mal in den Chat geguckt? Ja, Mau. Sanji sagt, was für Lucy Cat AMK? Ich meine, ist on track. Interessant, die Autokorrektur. Lass das nicht das holde Vibe zu Hause hören. Das gibt Ärger. Du, ich schreibe auch immer, oder will schreiben, du bist ein Lux und er zeigt mir Fiona Fuchs an. Alles gut, Timo, ich fühle mit dir. Naja, so eine Autokorrektur ist ja schließlich auch nur eine KI, ne? So, die Mädels fahren in die Startaufstellung. Und wir gucken mal, dass wir uns hier das Vollbild anmachen. Oh, ein paar Jungs, die nicht schaffen, vernünftig in ihre Startbox zu fahren. So, Basti, heute darfst du mal wieder. Du machst das besser als ich auf den ersten Metern. Ich hoffe, es funktioniert. Mit deiner sexy Erotik Honig-Fenchel-Stimme. Okay, dann geht's jetzt los. Wir haben 5 Lichter. Lights out! Boah, waren die lange an. Und die Jungs haben lange gestanden. Ingo steht lange, Daniel steht lange. Da gibt's Angriffe. Ja, schon zwischen den beiden Alfa Romeo. Kann der da innen gegen Ingo was machen? Daniel vorbei an Ingo. Eieiei. Also die Jungs haben wirklich super, super lange gestanden. So, und Jaffo verliert die Position. Verliert er die Position? Pretz ist da am Drücker gewesen, aber hat nicht reingestochen, hat nicht reingehalten. Frommi auf 5. Krautertee, der hat schon Position verloren, verliert jetzt noch eine. Klar, mit dem langsameren Reifen. Schwierig. Ja, und Asen ist schon auf 13. Ding, Asen. So, Poppen müssen nur noch auf 10. Fudre auf 9 vor. So, Hase und Patrick, die scheinen sich da ein bisschen zu geben. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hinspringen soll. Hier ist so wüste Raserei gerade. So, ein Wahnsinnsstart auch von Lutherberg, ne? Der geht von 10 auf 6 vor. Ja. Ja, Verlierer des Starts. So ein bisschen Poli, ne? Wer von 5 auf 3 auf 8 zurückgefallen ist. Und Fudre greift dir gerade Poli an, wo du ihn ansprichst. Und auch Kim an Krautertee vorbei. Ja, und Daniel DX hat hier die Führung übernommen, Basti. Ja. Also Stand jetzt könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die Jungs auch so ins Ziel fahren würden. Daniel DX hat, glaube ich, noch keinen Grand Prix-Sieg gefeiert, wenn mich alles täuscht. Ja, wäre auf jeden Fall dann eine gute Art und Weise aufzusteigen. Ja, genau. So, Jaffro, der kann da vorne die Pace ganz gut mitgehen. Express, der muss ein bisschen abreißen lassen. Aber auch Arsenal, der marschiert hier durchs Feld, jetzt schon auf PL vom P19 und versucht jetzt schon die Lücke zu Pocke und Poli zu schließen. Und wir haben gelb in Sektor 2. Das Krautertee. Da steht Krautertee. Ach, Krautertee. Bricht mir ein bisschen das Herz, aber das Rennen ist noch lang, hier kann viel passieren. Hat den weißen Reifen drauf, kann damit lange fahren.
Und Patrick hier aggressiv gegen Arsenal, versucht sich die Position wiederzuholen. Gibt leichten Kontakt, aber nichts Dramatisches. Ja, aber jetzt muss Jaffo ein bisschen abreißen. Also seitdem du es eben angesprochen hast, 0,8 Sekunden. Ja, aber da muss irgendwie ein Fehler drin gewesen sein, würde ich behaupten. Frau Poli, der klebt hier am LTX dran. Und der ist aktiviert. Gelbsektor 3. Steht schon wieder. Hat da vielleicht jemand vergessen, den Reifendruck runterzustellen? Ich denke, das wird hier nämlich auch ein Thema werden. Ja, das glaube ich auch. Einen Schaden hat er jedenfalls nicht. Er fährt weiter. Ja, keinen Schaden am Auto, sagen wir mal so, ne? Das ist korrekt. So, gelb in Sektor 1. Das war jetzt aber Profit, glaube ich. Ja, das ist Profit. Jawohl, Patrick. Gut den Platz zurückgeholt. Bei dir sieht das so einfach aus. So, Frommi, der klebt hier am Preds dran. Klar, Preds auf den langsameren Reifen unterwegs, auf der weißen Mischung. Auf der weißen Mischung. Ich liebe Weißes. So. Arktisch, die ersten 3 Sekunden. Hm. Wenn das so weitergeht, ist das Panini-Heft bald vollgesammelt mit Strafen? Ja. In Runde 3 kann man sich mal eine Strafe reinpumpen. Und wer, wenn ich Arktisch pumpe? So. Ich guck mir das gerade mal vorne ein bisschen an. Gringo, Daniel. Ja, und P4 bis P8, die sind noch alles schön aneinander. Es gibt einen hübschen DRS-Zug. Ja, und wir haben es gestern gesehen. Die einen fahren mehr Flügel, die anderen weniger. Das hat sich gestern echt gut bemerkbar gemacht hier. Ja, es ist aber auch schwierig, André. Was machst du auf so einer Strecke? Du hast eine unfassbar lange Gerade. Noch, also eigentlich zwei. Super lange. Genau. Im Infield überholen sowieso schwierig. Ja, weil es naheliegend, dass viele Leute mit wenig Flügel fahren, weil du in den Kurven sowieso nicht überholen wirst. Obwohl, hier kannst du auch gerade in diesen geschneckten Kurven, nenne ich sie jetzt einfach mal, kannst du schon mal außen dran vorbeigehen, innen dran vorbei. Da gibt es auf jeden Fall Platz und Möglichkeiten. Boah. Chukum fährt hier auch einen guten Schuh, P7 aktuell. Bleibt da schön an Lutherberg dran. Hat aber auch LTX im Nacken. Lars, hast du beide Bilder an? Ach so. Ist dann ja Much. Nee, alles gut, dann kann ich ja wieder in meine Cockpit gehen. So, Lutherberg, der schert geradeaus. Versucht das. Oh, hartes Manöver gegen Frommi. Ist aber gut gegangen. Ja gut, weil Frommi natürlich auch mitspielt. Kommt jetzt aber der... Uiuiui, die beiden haben eine Berührung. Alter Schwede, jetzt fahren die zusammen durch die letzte Kurve. Jetzt und Schukum ist da der Nutznießer. Ja, aber für Frommi müsste es jetzt an und für sich ausgehen. Denn Lutherberg hat kein ERS mehr. Oh, haben beide sie beide nicht jetzt mehr. Nicht mehr. Aber Frommi ist Erdin. Vorbei. Erdin hat noch knappe 50%. Und da hast du die Lücke gesehen, die sich da gerade für Erdin aufgegeben hat? Ja. Klar, ja. Erdin will hier als Ersatzfahrer nichts irgendwie kaputt machen, ist auch alles cool, aber da wäre halt die Möglichkeit gewesen, was ich gerade meinte, es gibt die Möglichkeit, in den Kurven zu überholen. Ja, Erdin hat so ein bisschen das falsche Tier auf dem Auto. Hängt da gerade in lauer Stellung wie eine Raubkatze. Müsste eigentlich ein grünes Auto fahren. Weil wegen Jaguar oder was? Weil wegen Jaguar. Und Lutherberg, sehr viel Curb. Kommt da ins Schlittern und jetzt ist Chukum dran. Ja, jetzt ist Chukum dran und auch LTX, das wird jetzt gleich richtig interessant auf der langen Geraden. Lutherberg mit ganz wenig ERS. Das wird jetzt garantiert einen Angriff geben. LTX 20. Ja, und die beiden Alphas, die können sich vorne absetzen.
So, und Erdin kommt jetzt schon angeflogen. Flügel auf. Und vorbei. Auf entspannt angelehnt. Uiuiuiui. Muss die Kurve aber sehr eng nehmen. Da kann Lutherberg zurückschlagen. Behauptet die Position. Ja, das war so Respektabstand von Erdin. Jupp. Ja, hat aber auch Rummi in der Kurve direkt vor sich, also er konnte da nicht wirklich weiter rein. Nee, aber Erdin macht hier einen guten Job. Macht nichts Unüberlegtes. Ja, und Lutherberg kommt da immer ein bisschen ins Schlittern in diesen langgezogenen Kurven. Gucken wir mal noch. Arsenal jetzt auch ganz, ganz dicht an Poli dran. Ja, Poli kann die Pace von den Jungs vor sich nicht so richtig mitgehen aktuell. Hat da gute 2 Sekunden auf LTX. Und auch Buttigieg und sämtliche Hardfahrer eigentlich. Tun sich es gerade noch ein bisschen schwer von Pace her. Ja. Außer Pretz, der da vorne noch gut mitspielt. Könnte gleich aber auch vom Frommi inhaliert werden. Aber die Gelben werden auch nicht besser. Ja, also wir haben im Testfeld ja gestern... Oh, Dreher LTX! Und Patrick nimmt hier gerade Arsenal richtig hops. Ausgang von der Schnecke. Das hat er richtig gut gemacht. Außenrum an Arsenal. Oh, und jetzt fahren die nebeneinander in die Kurve. Hey. Oh, also bremst dich da rein. Switchback von Patrick. Switchback von Patrick. Ganz starkes Ding, aber auch. Ja, aber macht Patrick super hier. Oh. Ja. 3 Sekunden für Patrick. Ja, du. Mach die Strecke da gerade 3,23 Meter breiter. So schnell hast du nachgemessen, ist ja Wahnsinn. Man nennt mich auch Hawkeye, neulich. So, und jetzt ist Pocke an der Streitgruppe, Patrick und Arsenal dran. Ich würde dich ja eher Tim Allen nennen, aber gut, dann eben Hawkeye. Wenn bin ich Al. Wobei heißt er Tim Taylor, ne? Tim Taylor, ja, ich wusste, wie du meinst. Al Baldwin. Heißt er Baldwin? Yes. Keine Ahnung, wir reden auf jeden Fall von denselben. Boah, L. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich guck das jetzt nach, ne? Oh. Der Flanellhemd-Mensch. Genau. Oh, wir haben wieder Tschukum in lauer Stellung hinter Lutherberg, aber geht nicht so richtig dran jetzt. Jetzt kann sie hinter aus Borland. Ah. Krautert hier an LTX dran. Ah, Krautert, die kommt ins Rutschen. Dadurch jetzt Arktisch direkt dran. Und Arktisch bekannt für seine niedrigen Flügeleinstellungen. So, und Pretz kann sich so ein bisschen Luft auf Frommi verschaffen. Hassel und Patrick geben sich hier ordentlich im Mittelfeld. Das ist richtig schönes Racing, was wir hier sehen. Ja, aber da war Arsenal, glaube ich, leicht hinten am linken Hinterreifen. Man muss sich ja auch mal beschnüffeln, gucken, mit wem man es zu tun hat. Wie gesagt, Patrick, Ersatzfahrer Liga 3, macht hier einen super, super Job. Auch Tschukum immer noch auf P7 liegend. Kommt hier nicht an Lutherberg vorbei. Auch dem geschuldet, dass Lutherberg auch die ganze Zeit im Train hängt. Ja, wobei Lutherberg jetzt nicht mehr der S von Frommi ist. Könnte also vielleicht gleich dann doch irgendwann aufgehen für Tschukum. Schauen wir mal rein. Ah, geht jetzt auf.
Wir haben wieder so eine Kackperspektive hier. Ja, jetzt ist er vorbei. Und Gringo machte auch keine Anstalten, irgendwie vorne seinen Teamkollegen zu überholen. Warum auch? Basti, Überraschung für dich bisher? Boah, oder irgendwas, was du lobend hervorheben möchtest? Chukwum auf jeden Fall. Chukwum fährt hier ein bombastisches Rennen. Ich meine, klar, wir haben auch Patrick F1 auf 9, aber der hat die ganze Saison über schon als Ersatzfahrer gezeigt, hat er Liga 2 tauglich ist. Chukwum, wir erinnern uns an seine Abstiegssaison. Die war nicht so lange her. Überhaupt nicht gut. Aber ja. Hat den Spaß am Spiel wieder gefunden und ja, das schlägt sich dann auch im Ergebnis nieder. Ja. Das sieht schon richtig gut aus. Ich voll mit, auch Arsenal bisher starkes Rennen. Klar, er hat häufiger gezeigt, dass er das kann, von hinten zu starten und durchs Feld zu gehen. Aber hat hier scheinbar in Patrick erstmal seinen Meister gefunden. So, Chukwum hatte jetzt einen Fehler drin, das ist aus dem DRS von Frommi raus. Und könnte jetzt dann auch schon wieder Druck von Lutterberg bekommen. Und Krauter T ist auch ganz, ganz nah an LTX. Und Arsenal muss einen Fehler drin haben. Ja, das steht in der Kurve. Vielleicht auch leichte Kollision mit Patrick. War ja die ganze Zeit sehr eng. So, für Arsenal, für Lutterberg Arsenal reicht steht nicht. Wieder. Sind die Reifen heiß? Ja, wahrscheinlich. Und LTX geht vorbei und da kommt auch noch Krautertee, der sich anpirscht, daneben geht und vorbeizieht. Nach dieser miserablen ersten oder den ersten beiden Runden von Krautertee jetzt schon wieder auf P15. Ja, für Krautertee wird es jetzt natürlich schwer, ne? Direktes Duell mit Frommi, der ist aktuell auf 5 und fährt ein sauberes, gutes Rennen da vorne. Ja. Arktisch Pumpe mit nochmal 3 Sekunden. Aber immerhin das mal 7 Runden. Ja. Ja, aber den Sticker hat er doppelt. Ne? Den kann er jetzt mit irgendjemandem tauschen. Und man sieht in den Kurven, Krauter T fährt viel mehr Flügel als LTX. Verliert dann immer ein bisschen Zeit auf den Geraden. Und was mir so generell durchs Feldwerk auffällt, Basti, die Jungs haben fast alle Probleme mit dem ERS. Ja, die Strecke ist aber auch nicht besonders freundlich in dem Bezug. Ne? Also du kriegst Watt in der Runde zurück, 7% oder so. Ach, wenn überhaupt. Du hast ja so viel Vollgasanteil da drin. Auch die Kurven kannst du teilweise ballern. So, wir haben jetzt Runde 10 von 28. Die ersten Stops stehen an. Ich bin gespannt, wer den Anfang macht. Könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht ein Jafro ist, der vielleicht die Lücke nach vorne nochmal mit dem Undercut schließen möchte, weil beide Alphas können in einer Runde nicht reingehen, aufgrund der Lücke. Ja, wir haben Lutherberg als Ersten. Aber ich glaube nicht, dass ein Undercut jetzt auf weiße Reifen von Erfolg gekrönt sein wird. Es ist der weiße Reifen, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das sind 2 Runden, die entweder Daniel oder Gringo fahren müssen, ne? Vielleicht wird auch einfach nur ein bisschen schließen und dann davon profitieren, dass die Reifen bei den Alfa Romeo kalt sind. Ja, ich meine, wir werden es natürlich jetzt gleich sehen, ne? Und Lutherberg wird erstmal bis auf P13 durchgereicht. Hatte da, glaube ich, gerade eine leichte Kollision mit Kim, der hier 2 Plätze verliert. Auch Krauter T snappt da durch. Und jetzt haben wir Pocke am Patrick F1 Racing dran. Pocke ja auf dem harten Reifen. Patrick auf gelb. Und mit einer Zeitstrafe. Ja, also Pockes Reifen sollten rein hypotheopraktisch besser sein. Rein hypotheopraktisch. Aha, aber kommt hier ins Rutschen, verliert hier gerade erstmal den Anschluss vor der DRS-Geraden. Aber bleibt ist aber noch im DRS. Fenster.
Ja, ist trotzdem nicht das, was dir passieren möchte. Gerade wenn du so dicht dran bist. Ja, absolut. So, Gringo Box. Box, 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 Box. Und auch Poli Box. Poli Box. Gelb in Sektor 2, das ist Brain Hunter, wenn ich mich nicht irre. Ja. So, und Lutherberg. Der fährt jetzt wieder an Poli vorbei. Poli side by side. Mit Krautertee. Ja, und das kostet Krautertee gerade Zeit. Polis Reifen sind kalt. Man sieht's. Krautertee war die ganze Zeit an Fudre dran. Jetzt haben wir da schon fast 4 Sekunden zwischen. Jupp. So, das Engste, was wir haben, ist Lutherberg, Fudre, Hocke, Patrick, Krautertee, Poli. Also diese drei Duelle sind noch sehr eng und spannend. Wobei ich vorne denke, Patrick wird jetzt wahrscheinlich gleich an die Box gehen. So, wir haben Daniel DX, der fährt rein. Ja, aber nichtsdestotrotz, Pocke ja, Froh bleibt sich draußen. Ja, jetzt wird es natürlich also interessant, ne? Ja, interessant wird jetzt auch vor allem, wo Daniel DX jetzt gleich rauskommt. Im Vergleich zu Ingo. Ingo fährt jetzt auf die letzte Kurve zu. Oh, Pocke durch. Butagier durch. Und das wird eng. Das wird richtig eng. Aber es ist aufgegangen. Alter Abstand wiederhergestellt. Ja, so, dann werden wir jetzt gleich sehen, was mit Jafro ist. Ob sich das gelohnt hat, noch eine Runde draußen zu bleiben. Ich gehe schwer davon aus, dass er jetzt auch reinfahren wird. Ja, und Ingo wird gerade ein bisschen durch Daniel ausgebremst. Wird er verkraften können? Also währenddessen schnellste Rennrunde. Ja gut, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wird ein Positionswechsel vielleicht sogar Sinn machen. Krautertee war in der Box, ist auf hart gestartet, jetzt auf gelb gegangen. Wenn das du mich fragst, ein bisschen geht nicht früh. Auf. Ja, die Reifen sind in Runde 25 sind die kaputt. Ja, vielleicht macht das für die Track Position, um hinten raus ein bisschen zu kämpfen. Ja, wir werden sehen. Jetzt erstmal gucken, geht Jafro rein. Fährt zumindest jetzt auf die Boxen-Einfahrt zu. Ja, der geht rein. Ist drin. Hier musst du aufpassen wegen den Track Limits. Jetzt keine 5 Sekunden holen. Aber ich bleib mal drauf, gucke, das wird wo aufgehen rauskommt. Für die beiden. Ja, das wird aufgehen. Die kommen dran vorbei wieder. Ja, aber die Frage ist ja auch, inwieweit konnte Jafro vielleicht die Lücke schließen? Ja, ich glaube überhaupt nicht. Oder? Fährt jetzt wieder los? Boah, das wird eng. Nee, die gehen vorbei. Sind beide vorbei. Jo. Ja, but nice try. Er hat vielleicht minimal Zeit gewonnen, ja, aber... Ja, aber die verliert er jetzt auch wieder. Ja, die wird er jetzt wieder verlieren. Die Reifen sind kalt. Fussel nah dahinter, hinter Jafro. So, und sehe ich das richtig? Das bereinigt Frommi im Moment auf P4 liegt? Boah, weiß man nicht, ne? Pretz hat noch einen relativ großen Vorsprung vor Bocke. Ah, 4-5. Ja, 4 oder 5. Also Frommi fährt ein bombastisches Rennen. Absolut. Ist aber auch das, was er braucht, um drin zu bleiben. Und wir haben jetzt im Mittel... Oh, Kim kaputt. DNF in der Box. In der Box. Hat in der Box aufgegeben. Oh, was ist da los, Kim? Schwachsinn.
Poli gegen Fudre, Basti, im Mittelfeld. Laufen jetzt langsam auch auf Lutherberg auf. Und Fudre war noch nicht in der Box. Ja, der muss jetzt rein. 13 Runden auf den gelben Schlappen. Verliert jetzt auch die Position gegen Poli, nehme ich an. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Und da geht Poli ohne Probleme dran vorbei. Poli auch, gutes Rennen. Ja. Ja, macht jetzt auch Jagd auf Lutherberg. Wichtige Punkte werden. So, und LTX, der bleibt draußen. Oh, was hat man da in der Williams-Schmiede sich zurechtgelegt, frage ich mich. Ja, vielleicht fühlt er die Reifen noch und will nachher auf Rot gehen. Wer weiß, ja. Wer weiß. Ich denke, er wird Mauro im Ohr haben. Wollte gerade sagen, hat Mauro im Rücken, ne? So, und jetzt läuft Daniel DX auf Buttergier auf. Ja, da wird es vermutlich relativ schnell. Ja, aber der, gut, der ist ja auf Weißer. Ich denke, da wird es relativ schnell dran vorbeigehen. Da wird Vitali auch nicht großartig kämpfen, könnte ich mir vorstellen. Oh, Kim, die Session schon verlassen. Hat einen Pappuff. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich sogar einen Doppelangriff geben, oder? Oh, weiß man nicht. Nee, für Ingo wird es wohl nicht reichen. Ah, und Vitali verteidigt sich auch nicht. So, Ingo wird jetzt gleich auch dran vorbeigehen. Nee, Vitali fährt eh in die Box. Vitali, okay. Box. Ja, und Jafro ist wieder bei seinen 3,5 Sekunden. Ja, und Frommi ist nur 3 Sekunden hinter Jafro. So, Buttergier kommt auf P13 raus, aber große Lücke auf das Feld vor ihm. Aber jetzt auch erstmal auf den besseren Reifen. Also bis Lutherberg haben wir da gleich den Train. Also da könnte für Vitali noch einiges gehen. Ja, könnte. Auch Fussel fährt ein ordentliches Rennen. War aber auch noch nicht in der Box. War noch nicht in der Box, aber fährt aber zumindest fehlerfrei. Aber definitiv das beste Rennen der Saison von ihm. Ja, absolut. Wird auch definitiv in den Punkten bleiben nach seinem Stop. Da ist von auszugehen. Arktisch Pumpe da mit einem ordentlichen Rückstand gegenüber Arsenal. 14 Sekunden. War Arsenal nicht auch schon recht früh in der Box? Ja, in Runde 11. Ja, okay, dann ist halt auf jeden Fall durch. Das ist dann noch früher gewesen. Und jetzt geht Press rein. Guck mir das an, wo er rauskommt. So, Pretz. Ja, Frommi geht vorbei. Und auch Fussel ist noch vorbeigegangen. Das ist ganz, ganz wichtig für Frommi jetzt. Je nachdem, wie lange Fussel noch draußen bleibt, spielt er jetzt erstmal den Bremsklotz. Ja, also ich würde ja bei Fussel schon sagen, dass er jetzt eigentlich rein müsste. Aber wenn ich mir dann Fudre angucke, ey, der ist seit 16 Runden auf dem gelben Reifen unterwegs. Was hat der Typ vor? Macht den Dietmar auf Reifenflüster angelehnt. Ich meine, das sind jetzt noch 11 Runden, ne? Die kann er nicht mit dem roten Reifen fahren. Da muss er jetzt auch mindestens noch 4 Runden draußen bleiben. Ja, wir werden es sehen. So, Basti, ich guck mir gerade einmal die Verwarnung an. Wir müssen bei Pretz drauf gucken, der wird jetzt gleich Fussel angreifen. Ist da schon ganz nah dran, Reifenscham schon, Temperatur, so wie es aussieht. Ja, guckt er das an.
Doch lass mich erst in dein Getriebe mit der Stoßstange. Oh. Ja. Geht außen in der Kurve an ihm vorbei. Musste den Platz aber scheinbar zurückgeben, weil er Off-Track überholt. Ja. Aber juckt Preds recht wenig, er geht trotzdem dran vorbei. Juckt ihn gut. Ja. Und jetzt wird er Jagd auf Fromm machen, hat den schnelleren Reifen. Vom Qualifying her würden wir sagen, auch wahrscheinlich die etwas bessere Pace. Und Podi gegen Lutherberg. Letzte Kurve. Lutherberg geht weit, holt sich 3 Sekunden. Ja, Podi noch quasi zu gezwungen. Ja, und dahinter kommt auch wieder unser Jaguar an, wie du ihn eben genannt hast. Poli, instabiles Heck. Ja, und so fliegt Chukum jetzt wirklich ran. Pockennüsschen gegen Foudre. Uiuiui. Foudre kämpft nicht zu viel. Deine Reifen sind durch und Pocke ist auf dem frischen Gelben. Genau wie Vitali. Ich muss sagen, hier hätte ich aber Regen auch gefühlt, ne? Das sieht auch dunkel aus. Meinst du, Foudre spekuliert irgendwie auf Regen? Nee, glaube ich nicht. So, ja. Man sieht schon Pockennüsschen, der ist da ungeduldig, der will vorbei. Und der LTX macht sich da unheimlich breit. Ah, und ein Butagier ist dran, ne? Ja, jetzt wird's vermutlich aufgehen. Ja, und Vitali, wir müssen mal Vitali drauf gucken. Der wird sich jetzt beide snacken, glaube ich. Und das ohne ERS. Ja, ist an beiden vorbei. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, und ja, LTX. Und Press ist dran. Press ist dran, Basti. LTX kämpft hier mit Pocke. Aber Pocke jetzt. Sieger in Preds dieser Geschichte. Hat Fromm gerade 3 Sekunden in einer Runde abgenommen, knapp. Ekelhaft. So, Fussel in der Box. Krauter Tee war in der Zwischenzeit wohl auch nochmal in der Box, ne? Ist nur noch 18. Big Points für Red Bull heute, wenn es so bleibt. Jupp. Ja. So, Mikesh hat geschrieben, Ingo lässt Daniel DX definitiv vorne. Ja, sonst wäre er schon vorbei. Man sieht, Ingo ist schneller, sonst könnte er nicht hier über 20 Runden so am Arsch kleben. Und wir haben Gelb in 3. Das ist wieder Brainhunter. Ja. Ja, und Preds geht vorher schon vorbei. Vor der ist schon durch. Stefan fährt hier echt einen stabilen Schlappen. Ja, Promi wird natürlich auch sagen. Ja. Was? Du, aber vielleicht greift Preds auch nochmal nach vorne an. Das sind nur 4 Sekunden auf Jafro. Die besseren Reifen. Die Pace ist der Hammer. Nicht nur die besseren, auch die frischeren noch dazu. Ja, also ich glaube, das wird nochmal richtig eng. Also wir haben jetzt Runde 20, 4 Sekunden Abstand. Wenn er so weiterfährt, ist er in 3-4 Runden dran. So, Poli mit ein bisschen Problemen in Turn 1. Und jetzt ist Foudre in der Box. Aber es wird grau, ne? Oh, Brainhunter ist aus der Lobby geflogen. Als Host, das ist, ärgerlich. Fahren ist doch nicht der Host. Ach nee, Testrennen. Ja, sorry. Mein Fehler. Ja, Foudre geht auf den roten Reifen. Tatsächlich. Ich sehe nur nicht, dass das wirklich aufgeht. Die Abstände sind so riesig. Er wird noch Fussel kriegen, aber ob er Asel noch kriegen wird. Der hat 12 Sekunden auf Fussel. Also ja, den wird er kriegen, aber davor wird nichts mehr gehen. Also die Strategie war für ein A, würde ich behaupten. Und Chukum nach wie vor nah hinter Poli. Ja, und Preds hat sogar nur noch 3 Sekunden. Hat schon eine Sekunde aufgeholt auf Jafro.
Ja, sag ich ja. 3-4 Runden ist er dran. War jetzt ziemlich genau eine Runde. Ja, der Vorsprung schmilzt. Ja, Pretz, der fliegt hier. So. Hier wird gerade im Chat die Strecke gefeiert. Von wem? Olli? Von Martel414. Hallo. Ja, so zum Racen ist die Strecke auch nicht verkehrt, aber wie du eben schon gesagt hast, die Strecke ist ein Arschloch. Also sorry, ich fühle die gar nicht. Ich finde die auch mega ungeil. Aber zum Racen ist die schon nicht schlecht. Ja, zum Racen ist die nicht schlecht. Die Strecke ist. André, das ist wie eine Shaping-Hose, ja. Angezogen sieht das Ding geil aus, aber sobald du auspackst, denkst du, was ist das für ein Fake? So, und nur Racen ist das eine, aber die Strecke ist scheiße. Ja, bitte. So, Poli. Poli bleibt immer noch gut an Lutherberg dran. Weiß auch, okay, der Bre hat 3 Sekunden. Ja, das merkt auch Chukum. So, Sanji predicted, dass Jafro sich nicht überholen lassen wird. Boah, das wird eng. Guck mal, das ist schon wieder eine halbe Sekunde. Und da standen Aston Martin. Krautertee. Ja, es ist. Ist ja jetzt auch nichts Neues mehr. So. Ja, am interessantesten ist es nach wie vor bei Lutherberg, Poli und Chukum. Diese drei sind halt nah aneinander. Pocke am Butagier. Pocke am Butagier. Und die müssten jetzt eigentlich noch ein bisschen Stoff auf Patrick F1 machen. Ich meine, der hat zwar eh eine Strafe, aber on track dran vorbeikommen wäre der auch nicht verkehrt. So, guck dir das an. Poli macht gewittermäßig Druck, ne? Oh, Poli ist heute ein richtiger Mod-Tech. Richtiger Hammer hier. Krautertee gibt auf, ja. Und Poli ist schneller. Also ich glaube schon, dass der On-Track vorbei will. Ja. Weil er merkt schon, Chukum im Nacken. Suchuk. Jaila Chukum. Ich würde sagen, Chukum sein Suchuk-Atem. Ey, Sporty, kennst du türkische Knoblauchwurst, sagt er. So, und Pocke ist ganz, ganz eng an Vitali dran. So, guck mal, Pretz. Unter 2 Sekunden jetzt. Nenn mich auch Sportradamus. Also hier wird es noch nicht reichen, vielleicht kommt der Angriff vom Pocke auf Start und Ziel. Gibt hier alles an ERS, was er hat, seine letzten 2%. Ja, Poli jetzt, Poli. Der holt sich jetzt den Lutherberg außenrum. Ah, weil der Lutherberg, der kann da kontern. Ja, ich glaube, innen ist erstmal die bessere Linie. Klar, wenn du daneben bleiben kannst und in dieser Linkskurve dann vorne bist, außen, ja, schwierig. Was du machst du falsch? Ich sehe da morgen schon scheppern. Oh, nicht nur einmal. Ich werde mir das auf jeden Fall entspannt angucken, wenn Liga 3 sich die Ehre gibt. Ja, was heißt entspannt? Bei euren Rennen kriege ich immer fast einen Herzinfarkt. Aber wieso das denn? Und ich mit Fieber, ja. Habibitak. Oh, wo ist es eng? So, ich gehe auf Pretz. Quersteher bei Pocke. Ja, so, Sanji. Jetzt haben wir Pretz im DRS von Jafro.
der sich gerade noch das DRS von Brainhunters KI schnappen durfte. Was ihm jetzt erstmal wieder den Vorteil bringt, dass Pretz aus dem DRS ist. Ja, aber nee, der wird er jetzt... gar nicht. Vom Brainhunter, das kriegt er ja. Nevermind. Eben. So, und das wird nochmal richtig, richtig spannend hier in den letzten 5 Runden. Was hier aber nutzen wir den kleinen Moment der Ruhe, den wir hier gerade erstmal haben. Poli ist vorbei, haben wir das mitgekriegt? Poli ist jetzt vorbei, tatsächlich. Ich will einfach gerade mal Lars danken, dass er wenigstens, also dass er hier das Saisonfinale Liga 2 mit uns begleitet. Lars, einen herzlichen Dank meinerseits, du kleine Süßmaus. Wow, 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 Lutherberg, derbe Divebomb gegen Poli, räumt ihn da fast ab und jetzt ist auch Erdin dran vorbei. Ja, und holt sich noch 3 unnötige Sekunden damit. Ja, und jetzt heißt es Yalla für Chukum. Für Suchuk. Für Mr. Adana. Erdin fährt hier ein brutal gutes Rennen, ne? Also generell Preds, Frommi, Poli, Chukum. Super geile Gruppe hier, was die hier fahren. Ja, Preds kommt nicht richtig ran auf der Geraden. Ja, aber vielleicht Jafro auch einfach nur hier in den Fehler zwingen. Aber Jafro hat einen super Exit, ne? Ja. Die Reifen von Preds müssten aber auch langsam einen Geist aufgeben. Ja, 8 Runden. Ist ja, jetzt in dem Bereich, wo die Reifen faltig werden. So, Erdin gegen Poli. Start und Ziel. Erdin, mach Aston Martin glücklich. Geh da dran vorbei. Ja, für Vitali wird es aktuell noch 2 Positionen nach vorne gehen. Ja. Wäre dann immerhin P8. Aber trotzdem riesen Schritt von Red Bull an Aston Martin ran. Ja, Stand jetzt, was haben wir denn da? 19. Müsste fast punktgleich sein. 19, 12 sind 31. Buttigieg holt 8 aktuell. Ja. 4 Punkte Vorsprung für Aston Martin noch. Noch, ja. Deswegen kein Druck, Basti. Aber Preds. Preds in gegen Jafro und der ist vorbei. Ja, aber jetzt gut aus der Kurve kommen, vielleicht schon mal ein kleines Polster auf Start und Ziel verschaffen. Weil jetzt hat Jafro den DRS-Vorteil. Ja, und Chukum ist an Poli vorbei. Uiuiui. Ui. Preds und Erdin, Stefan und Erdin, die machen hier einen Riesenjob für Aston Martin. Ja, aber Poli ist dran, hat den DRS-ERS-Vorteil und wird sich Erdin hier ohne Probleme wiederholen. Ja, ganz, ganz leichtes Spiel. Poli mit einem super ERS-Management. Dafür, dass er gestern noch so geflucht hat, er kann die Strecke nicht. Ja, ich hab... Oh, Poli, Quersteher, ui! Deswegen, also, wo ich das eben gesagt habe mit LTX, fand das gar nicht so abwegig, dass hier der Regen kommt. Nee, glaube ich nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich möchte auch einfach mal betonen, diese anspruchsvolle Strecke schafft Liga 2 auch mal wieder ohne Safety Car. Also das Paradebeispiel der ELO. Ja. Oh. Und Jafro aus dem DRS-Fenster raus. Ja. Ja, Preds fährt ein richtig, richtig geiles Rennen. Fussel übrigens auf 12. Und Erdin ist direkt wieder an Kamil dran. Ja, würde jetzt aber gut daran tun, nicht zu überholen. Ja,
macht er auch nicht. Macht er doch? Nee, macht er nicht. Oh, Lutherberg ist natürlich jetzt auch wieder dran. Und er ist jetzt eigentlich zu weit weg von Toni. Oh. Ja, es wird nichts. So, aber auch Jaffo kann die Lücke gerade noch mal etwas schließen. Fahren jetzt auf den überrundeten Profit zu. Wow, Butagio, ich freue mich, dass Arktisch hier Punkte holt, ne? Jo. Brainhunter Disconnect. LTX geht nochmal in die Box. Ja. War eine super Strategie. Bisschen Sarkasmus muss auch sein. So, und die letzte Runde, die gehen wir dann vorne mit. Sei denn, da passiert noch mal was. Ich habe das hinten im Blick. Oh, und dann ist Daniel DX vermutlich auf dem Weg zu seinem ersten. Ich glaube, es ist sein erster RLO-Sieg, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ah, doch, ich glaube schon. Ja, du wirst vermutlich recht haben, aber gefühlt hat Daniel auch schon das eine oder andere gewonnen. So, und Lutherberg mischt sich jetzt dann nochmal im Kampf ein mit Chukum. Ja. Ja, haben wir jetzt ja heute mal Zeit. So, ja, wird der erste Sieg für Daniel DX und der zehnte Alfa Romeo Sieg in Liga 2 in dieser Saison. Das Wahnsinn. Ist schon, ja, eine Hausnummer. Wenn man von Ingo hat. Und was machen die beiden jetzt? Wollen nebeneinander ins Ziel, aber ihr seid doch noch auf der langen Geraden. Aber auf entspannt machen die Jungs. So, ich guck mir das aber hinten nochmal an. Lutherberg gegen Chukum. Basti, du gehst vorne mit? Jo. Die beiden Alphas biegen jetzt in die letzte Kurve ein. Auch Pretz kommt da hinten nochmal. Ja, und so sehen Sieger aus. Chukum lässt Lutherberg vorbei. Und Patrick! Chukum kein Sprit mehr. Ja, und Patrick scheinbar auch nicht. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Und Pocke geht noch auf 7 vor. Was? Wie? Hat Butagir sich noch eine Strafe geholt? Wie ist das denn jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung. Hä? Ne, Butagir hatte keine Strafe. Wieso verliert er denn jetzt? Ist Pocke gerade noch dran vorbei, aber es war doch auf Start und Ziel, oder? Ja, eben. So, Vitali, mach deinen Stream aus, dass ich zurückspulen kann. So. Plus 0,005. Das siehst du jetzt auf dem Lenkrad gerade. Ja, aber ich glaube, da hat er schon wieder was beigekriegt, ne? Ich wollte gerade sagen. Und ich sag, Pocke hat nicht genug Sprit. Alter Lachs.
Arsenal, Fahrer des Tages. Ja, nicht ganz unverdient, auch wenn es für den ganz großen Sprung nicht gereicht hat. Aber ich glaube, auf Arsenal, da können wir uns nächste Saison auch freuen. Der wird bestimmt nächste Saison richtig angreifen. Und jetzt haben wir hier erstmal das Podium Daniel Dix. Endlich, wird er sich wahrscheinlich sagen. Hat ja eine unglaublich gute Saison jetzt hinter sich. Krönt diese heute mit seinem ersten LO-Sieg vor Teamkollegen Gringo und ja, X-Preds. Damit haben wir drei ehemalige CRL-Fahrer auf dem Podium. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, war ein schönes Saisonfinale. Ja, ohne Safety Car, viel Racing, viel Überholmanöver, ein paar Jungs ohne Sprit. Ja. Ja, und zwei Jungs, die in der Box aufgegeben haben, Krautertee und Kim Player. Fahne verabschiedet sich in Liga 3. Profit und Arktisch fahren da sowieso. Arktisch nimmt einen Punkt mit. Fudre nur auf 14. Komische Strategie, wie gesagt. Arsenal 13, Fussel 12, Patrick 11, Chukum auf 10. Starkes Rennen vom Erdin. Lutherberg 9, Budagi 8, Pocknüsschen 7. Poli einen kleinen Recovery Run für die Saison auf P6. Hinter Frommi, der hält die Klasse. Japro 4, Pratt 3. Gringo 2 und ja, wie gesagt, Daniel Dix auf der 1. Doch, schöner könnte man so es nicht zusammenfassen, Basti. Jo. Und da ist der Rennsieger schon mal. Der Zweitplatzierte. Warten wir noch auf den Pretzovic. Dann haben wir hier unsere drei Jungs zusammen. Jungs, Kühlschrank steht da vorne, nehmt euch ein Bierchen, eine Spezi oder was auch immer die Jungs hier gesammelt haben. Bedient euch einfach. Darf der Daniel auch reinkommen? Der ist nass, der hat eine Sektdusche gerade gekriegt. Ja, Champagne Shower, ne? Immerhin. Basti und ich sind für diese Saison fertig, wenn der Bus nach Bulli nach Sekt stinkt, ist egal. Ja, ich meine, Leasing ist ja jetzt sowieso ausgelaufen. Wir kriegen ja zur nächsten Saison einen neuen Bus. Oh. Ne? Also ob ihr den jetzt heute vollsaut oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Im schlimmsten Fall macht der Lars ein bisschen sauber. Jo, sehe ich genauso. So, ja, Stefan haben wir jetzt auch in der Party. Ja, Jungs, erstmal GG an euch drei. Das ist ja quasi ein CRLO-Podium heute. Wer den Wink mit dem Zaunfall versteht, ne? Die drei Jungs, früher mal in einer anderen Liga gefahren, heute bei uns, heute auf dem Podium. Stefan, P3, nicht oft dabei, aber wenn, dann richtig, ne? Ja, sieht so aus, danke. Erzähl ein bisschen, war ein gutes Rennen, war ein ordentliches Rennen, eine geile Aufholjagd auf Jaffro und ja, leichtes Spiel würde ich jetzt nicht sagen, aber durchgesetzt. Ja. Ja, ich habe die Strategie so ein bisschen für mich entdeckt die letzten Wochen. Ich fahre ja sonst auch noch voll in einer anderen Liga. Und da hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass auf hart gestartet wird tatsächlich. Um dann hinten raus einfach die Pace zu haben, vorausgesetzt natürlich ohne Safety Car. Und in China kann man mal spekulieren, dass keins kommt. Und hat dann letztendlich nachher gut funktioniert. Die Mediums, die waren ja doch dann gefühlt ein 5/15 die Runde schneller. Und da war die Aufholjagd... ja, eigentlich runterzuzählen, bis ich dann dran war am Jaffro. Er hatte auf Medium natürlich die schnellere Pace am Anfang im ersten Stint. Am zweiten war ich dann dran und da hat sich's nachher ausgegangen. Also war wie geplant nachher und hat bis aufs Podium gereicht offensichtlich. Ja, wunderschön. Wunderschönes Rennen. Ja, also nicht viel Action für mich, aber ein Überholmanöver, das reicht letztendlich. Ja, okay, und dann nach der Box kurz waren es noch zwei, aber. Ja, ja gut, man braucht ja auch nicht immer Action. Ja. Wenn man hier mit zwei Kumpels auf dem Podium steht und als Ersatzfahrer ordentlich Punkte mitgenommen hat, dann kann man, glaube ich, zufrieden sein. Richtig, gute Sache. Ja, Basti, ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Ja, gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter zu Ingo. Ingo,
Gefühlt das 100. Mal diese Saison hier im Bulli. Ungewohnte Position dieses Mal. Neunmal hast du von ganz oben gegrüßt. Heute überlässt du Daniel das Ding, der in allerfeinster Manier hier seinen Aufstieg in Liga 1 klar macht. Ja, Ingo, es hat sich vorne schon irgendwo abgezeichnet, dass du Daniel jetzt nicht die Steine in den Weg legen wirst. Denke, mit der Annahme liegen wir richtig, oder? Dass das von Anfang an abgesprochen war, heute Daniel das Ding zu gönnen. Also ich bin noch nie so gerne Zweiter geworden wie heute. Also Daniel hat sich das über die Saison hinweg mit seiner Leistung total verdient, heute oben zu stehen. Man kann nicht sagen, ich habe mir jetzt den Vortritt gelassen, das war wirklich von ihm auch ein starkes Rennen. Wir sind beide eigentlich, also ich zumindest auch, nicht also am Limit schon gefahren, nicht volle Pulle vielleicht, aber ich kam auch bei ihm kaum hinterher. Wir hatten auch im Qualifying, habt ihr das ja vielleicht gesehen, nahezu die identischen Zeiten. Das hat sich über das Rennen hinweg auch so gezeigt. Also wir haben davon wirklich gutes Rennen geliefert und hat wirklich Spaß gemacht die ganze Saison. Also Daniel, da Gratulation jetzt auch zum Aufstieg und zum ersten Sieg, den du dir mehr jetzt verdient hast. Stefan natürlich zum Platz 3, die Aufholjagd auch mitbekommen. Ne? Wir haben miteinander gesprochen, war auch ein starkes Rennen von dir heute. Zum dritt auf dem Podium, zum Abschluss. Freut mich natürlich riesig und ja, mein Aufstieg war schon fix. Ich freue mich jetzt, dass Daniel es geschafft hat. Das war heute unser Ziel, dass er vor Butagir den Abstand erhalten kann oder ja nicht jetzt auf Platz 4 zurückfällt. Hat er geschafft, souverän, und das freut mich und freut uns als Team natürlich für den Romeo und ja, jetzt ist Party. Party. Ja, stark. Also für dich und Daniel somit das letzte Interview erstmal in Liga 2, zumindest für die nächste Zeit. Ich möchte euch beiden einfach an dieser Stelle auch mal danken für den guten Job, den ihr als Ligaleiter gemacht habt, die Saison über und auch die letzte Saison. Ich denke, da wird sich Basti und auch Lars anschließen. Definitiv. Großes Danke von uns. Immer wieder gerne und ganz, ganz viel Erfolg in Liga 1. Vielen, vielen Dank. Ja, danke euch. Und Sie haben es gerne gemacht. Oh. Das ist schön. Und damit kommen wir zum Rennsieger, zu Daniel DX. So, 10 Alfa Romeo-Sieger haben wir gesehen. Heute deinen ersten. Glückwunsch dazu. Ja, ich meine, mit so einer tollen Saison, weiß ich nicht, ob man da am Anfang mit gerechnet hat, aber umso schöner wahrscheinlich heute, dann das Ganze auch noch mit einem Sieg zu krönen, oder? Ja, perfekt. Ich habe auch nicht mit gerechnet. Saisonstart war auch schwach und dann ging es eigentlich. Und dann, ja, heute der perfekte Abschluss. Ja, Qualifying war ja schon wirklich Wahnsinn. Da seid ihr beide da vorne ja quasi einsame Zeiten gefahren und ja, hat sich dann, wie Ingo gerade schon im Vorfeld gesagt hat, im Rennen auch so niedergeschlagen. Habt da eine gute Pace vorgelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, aber ja, P1, P2, massig Punkte, Team-WM in der, also die Konstrukteursweltmeister seid ihr auch. Genau, ja. Glückwunsch auch dazu. Ne? Also im Prinzip alles abgeräumt, was man abräumen konnte. Ja, mehr geht nicht. Wobei mehr die geht letzte nicht. Runde, die letzte Runde im Quali tatsächlich nicht so getroffen habe. Mich dann auch ein bisschen geärgert, aber passt schon. Dafür war der Start dann aber super. Ja, war auch nicht abgesprochen tatsächlich. Jetzt hör doch auf, wir wollten was anderes sagen. Nein, war nicht abgesprochen. Ja, war gut, ich hab ein bisschen gepennt. Dafür seid ihr aber hinterher sehr schön als Team in Formation über die Ziellinie gefahren. Schöne Bilder. Ja, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir so Fahrer wie jetzt zum Beispiel Daniel dabei haben, die bei uns in die Liga gekommen sind, erstmal unauffällig waren und dann eine riesen Entwicklung genommen haben und sich dann am Ende auch mit vielen Punkten belohnen. Ja, total verdienter Aufstieg für euch beide in Liga 1. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Glück und ja, lasst fetzen nächste Saison. Ich schieße irgendwo im ersten Rennen erstmal ab. Ich kann zurückschießen, wir fahren mehr als nur ein Rennen. Überlegst du gut. Ja, aber sein Schaden ist größer. Ja, meine ich ja. Gut. Ja, André. Ja, schwafel nicht lang rum, mach den Sack dicht. Ja, Klappe zu, Affe. Ihr wisst. Bis morgen.
Darf ich noch ganz kurz? Ja, ja, ja. Ich dränge mich mal rein. Jetzt mal als Funktion, auch als Ligaleiter, ihr habt es schon angesprochen gerade, möchte ich kurz mal mich noch bei allen in der Liga 2 bedanken für die geile Saison. Ihr habt es uns da, also Daniel und mir, relativ einfach gemacht, diesen Sauhaufen hier zusammenzuhalten. Alle super mitgezogen, hat riesen Spaß gemacht. Dafür danke an jeden Einzelnen in Liga 2. Danke auch natürlich jetzt an heute an euch drei, Gunman und dich, André und Basti, für euch zum Kommentieren OBS machen im Hintergrund. Auch über die ganze Saison hinweg an alle, die kommentiert haben, OBS gemacht haben und die Stewards, die ihre Arbeit gemacht haben. Danke und ja, jeden, den ich sonst vergessen habe, keine Ahnung, aber ich überlege mir noch dann was für Discord. Aber habt da super gemacht, hat Spaß gemacht, deswegen nochmal schönen Dank an der Stelle, ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Auch wenn ich gedacht habe, die sprudeln so aus dir heraus und jetzt sagst du, du musst dir da was überlegen, das enttäuscht mich ein bisschen. Ich habe einen Textschreiber. Ein Angestellter für Alfa Romeo. Extra. Für RO werden keine Kosten und Mühen gescheut. ChatGPT, okay. Ja, ich dann so, macht. Ich so habe Inder bei Fiverr gefunden. Wolle kaufen Dose? Ja, so ungefähr. Wolle kaufen Text? Zu jetzt hier. Ja, komm. Zu jetzt hier. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis morgen. Ciao.